Kommen wir jetzt zu der Schlagzeile von K1 Sufi Sia Wasch. Zum Thema, der Staat macht keine Fehler und Bürokratie ist gut. Das stammt nicht von mir. Ja, ja. Hatten wir gedacht. Unser Wirtschaftsminister vor ein paar Menschen gesagt, die sich die Unternehmer sind und die haben sich das angehört. Es gibt keine Kamera, die Unternehmer zeigt, weil ich gehe davon aus, dass wenn ich dort gewesen wäre, ich einfach den Saal verlassen hätte und zwar einfach, das kann ich mir nicht mehr anhören. Was ich dazu sagen möchte ist... Leider haben wir es nicht zugehört. Was ich sagen möchte ist, das kann man echt pauschal über unsere Regierung sagen. Die sind ja rhetorisch extrem unbegabt. Der redet ja dann auch davon, also er selbst sagt, der Staat macht keine Fehler und deswegen wäre der Staat und Bürokratie ja im Sinne gut, weil ohne die Bürokratie würden zum Beispiel die Bäcker, ich zitiere das alles mal, Produkte liefern, von denen der Mensch Durchfall bekäme. Und nur weil der Staat kommt und ihm dann droht, macht der Bäcker das nicht. Also der Staat muss überall dabei sein, weil sonst ist dem normalen Bürger nicht zu trauen. Und das heißt, brauchen eine Planwirtschaft. Und das ist ja durchgängig so. Das heißt, unser Wirtschaftsminister, und das möchte ich ganz offen mal sagen. Das hat Habeck wahrscheinlich nicht so gesagt und für die große Industrie stimmt das. Also wenn die große Industrie keine Vorgaben vom Staat bekäme, dann würde sie so sehr an den Zutaten sparen, dass die Qualität von viel schlecht wäre, dass man davon also wirklich gesundheitliche Probleme bekommen würde. Es ist einfach so, das liegt jetzt auch nicht daran, dass die böse ist oder so, sondern das ist einfach eine systemische Logik. Und deswegen ist es gut, dass es staatliche Vorschriften gibt. Okay, für den kleinen Bäcker mag das jetzt nicht gelten, aber es gibt ja einen inhärenten Trend zur Monopolisierung. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber dass wir eine Planwirtschaft brauchen, das wird Habeck, glaube ich, nicht gesagt haben. Das ist meine ganz persönliche Meinung, ist schlicht. Der ist wirklich ganz, ganz schlicht. Allein wie er spricht, die Art, wo man denkt, der Mann ist doch nicht ganz klar. Und es ist auf jeden auch klar, also nicht mal, wir reden nicht davon, dass er insolvent ist, sondern seine Überzeugung. Wenn man dann die Bücher liest, die seine Frau rausbringt, wo Kinder die Wahl haben, welchen Tod sie sterben wollen, das ist inzwischen eine Sekte, eine Endzeitsekte, die aber sagt, und das ist genau deren Punkt, das passt auch zu dem Kind, der Mensch, der neue Mensch, der muss zu seinem Glück gezwungen werden. Und wie dieses Glück aussieht, das definieren wir. Das sehe ich auch bei dem grünen Gewölbe, die dann über Rente und bla labert. Und wenn sie dann konkret angesprochen wird bei Lanz, dann weiß sie nicht mal, was so eine Mindestrente eigentlich bedeutet. Nur so du meinst viel, Ricarda Lang, wir müssen das übersetzen. Ja, Ricarda Lang. Zuschauer. Genau, Ricarda Lang, die nicht weiß, dass man 40 Jahre dann lang arbeitet. Ich immer auf der armen, dicken Frau rum. 28 Jahre lang muss man arbeiten, um zu 1.000 Euro Rente zu kommen. Aber wenn du jetzt hier als Flüchtling herbekommst, bekommst du eigentlich die volle Packung. Dass das natürlich in der Bevölkerung zu Unmut führt, das kann sie sich gar nicht erklären. Oder aber, wenn jemand in seiner Heimat Probleme hat, dann da muss der doch nach Deutschland kommen, wo jeder sagt, das ist ja richtig. Aber wenn du alle Menschen der Titanic in nur ein Boot bringen wolltest, dann gehen alle unter. Das ist übrigens, was ich auch immer sage, sehr unfair gegenüber denjenigen, die vor 20, 30 Jahren gekommen sind, voll integriert sind, hier ihre Steuern zahlen, wo es dann heißt, ja, ihr alle aus dem Orient. Da sagt mir der türkische Gemüsehändler, was wird denn das eigentlich? Ja, so, weil das heißt dann immer, ja, da sind welche Kriminalstatistiken, die meinen jetzt, ich werde jetzt schon komisch angeguckt, dabei mache ich doch seit 30 Jahren, ich spreche super Deutsch, Kindergeld. Das hat alles in einen Topf geworfen. Das heißt, da wird ja auch eine Ventilfunktion geschaffen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, mir fehlen diesbezüglich die Worte, dass unsere Bundesregierung auch, sie ist ja anti-intellektuell. Die hat ja überhaupt nichts drauf. Also unser Außenminister ist wirklich schlicht, aber inzwischen arrogant. Nochmal, K1 bringt hier jetzt wirklich sehr viele Sachen auf einmal, aber nochmal, um auf den Chat einzugehen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass der kleine Bäcker ein Rezept von vor 200 Jahren vergessen wird. Aber die große Industrie wird einfach versuchen, bei ihren Zutaten immer mehr zu sparen. Und die wird dann am Ende auch irgendwelche, die wird am Ende so sehr sparen, dass das mit erheblichen Qualitätseinbußen einhergeht. Das ist einfach so, weil jeder immer billiger produzieren will, um eben den eigenen Profit zu steigern. Also wie gesagt, beim kleinen Bäcker, da mag das jetzt nicht so sein, aber wir haben in unserem System nun mal einen Trend zur Monopolisierung und wenn es keine staatlichen Vorschriften gäbe, dann gäbe es nichts, was diesen Prozess aufhalten würde. Also wir können das ja bei banaleren Sachen als Brot beschreiben. Nehmen wir Arbeitszeitverkürzung. Das gibt's auch nur, weil der Staat nach und nach Vorschriften erlassen hat. Beziehungsweise, weil die Gewerkschaften sehr kämpft haben. Das passiert nicht automatisch. Wieso völliger Quatsch? Jetzt begründ mal. Wenn jedes Unternehmen versucht, billiger zu produzieren als das andere. Und als Konsument, wenn ich im Supermarkt ein Brötchen kaufe, wie gesagt, jetzt nicht beim Bäcker. Nicht beim Bäcker um die Ecke, den ich kenne, sondern im Supermarkt, wo ich wirklich nur zwei Brötchen nebeneinander habe. Und ich nicht weiß, was da drin ist, weil es eben auch keine staatlichen Vorschriften gibt, die sagen, was da drin sein soll oder die sagen, dass die Hersteller es ausweisen müssen. Wonach selektiere ich dann, welches Brötchen ich nehme? Nach dem Preis und nach dem Geschmack allenfalls und nach dem Aussehen vielleicht. Aber sonst habe ich nichts. Also dieses Argument, das ist bei der großen Industrie, wie gesagt, nicht falsch.
Darum ging es nur. Wenn du auch mal siehst, der Wirtschaftsminister, wie er gegenüber einem Reporter, der früher bei RT war und jetzt bei den Nachdenkseiten, sagt von Nachdenk, Nachdenk, was? Arrogant von oben herab. Wo ich nur denke, diese Regierung ist gefährlich, weil das sind Ideologen. Das ist eine Sekte und die gehen dahingehend über Leichen, dass wir, die das nicht begreifen wollen, wir sind sowieso Menschenmüll. Die sind voll auf einem, das ist wie eine Sekte, wie ein Trip. Und das heißt, wir sind, in deren Weltbild sind wir die falschen Menschen. Und das kannst du durchziehen. Bei Frau Faeser sehe ich es ganz genauso. Ich sehe es auch bei unserem Bundeskanzler. Und wenn ich mir da nochmal anschaue, wen sie da anhimmeln, also den Herrn Schwab, der ja sagt, wir werden glücklich sein in 2030, dann gucke ich mir die Gesichter dieser Leute an. Und da frage ich mich, wenn man sich das Gesicht von unserem Wirtschaftsminister anschaut, von Frau Faeser anschaut, von unserem Bundeskanzler anschaut, von der Chefin der SPD anschaut, von Kühnert, sehen, ist das das Glück? Sieht so das Glück aus? Na, dann kann ich darauf verzichten. Aber auch im Umfeld, ja, da fällt jetzt das schlimme Wort Ulrike Herrmann, die ja Taz-Mitglied ist und auch, glaube ich, bei den Grünen und ihre Partei ruhen lässt, dass die dann auch sagt, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen, wir brauchen unbedingt Planwirtschaft. Grünes Schrumpfen. Jeder sagt, ja, wo jeder sagt, du, das haben wir schon mal, das wäre ja eine gute Idee, wenn der Mensch so wäre, wie du ihn gerne hättest. Der ist aber so nicht so. Aber da muss man diese Politik eben gegen den Menschen machen. Wir werden die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Und das kommt dabei raus. Das sind Leute, die sind ideologisch so verbohrt und deswegen auch bereit, so weit zu gehen, dass sie sagen, naja, der ewig Gestrige, der kann halt. Naja, jetzt bringt er hier Habeck und Herrmann durcheinander. Also, die Schlagzeile von Kälbern, die gefällt mir nicht, weil er ja ganz viele Sachen zusammenwirft. Und ja, Analyse vorlegt. Also das gefällt mir jetzt nicht. Bei Ulrike Herrmann, da muss man dazu sagen, sie ist wenigstens ehrlich. Also wenn ihr Degrowth wollt, wenn ihr eine schrumpfende Wirtschaft wollt, ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die das fordern, dann geht das in unserem marktwirtschaftlichen System nicht. Dann müsst ihr ehrlich sagen, okay, ich bin für Planwirtschaft. Das macht dann aber keiner der Degrowth-Befürworter, weil sie genau wissen, auf was für Abwehrreflexe diese Forderung nach einer Planwirtschaft stößt. Also ich bin, wie gesagt, ich bin weder ein Freund von der Planwirtschaft noch ein Freund von Degrowth. Aber wenn ihr für Degrowth seid, dann ist das die einzig logische Konsequenz, auch für eine Planwirtschaft zu sein. Halt nicht mitgehen. Und das ist ganz oft so gewesen, dass bei Ideologien, ja, es immer hieß, der neue Mensch muss geschaffen werden, wie werden wir den Alten los? Und der Alte ist eben, der macht Widerspruch. Und deswegen wird in diesem Land ja auch jede Art von Opposition bekämpft. Und was sie sich natürlich wünschen, ist, dass wir spätestens ab 2030 alle diese Google-Brille aufhaben, mit der idealisierten Welt, unser Haus gar nicht mehr verlassen und die Brosamen dann kassieren und die für die neue Freiheit halten. Was ich auch immer, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist in dem Leben dieser Leute vorgefallen. Und ich glaube, die sind alle, die wir in den Ämtern haben, in ihrer Jugend tief traumatisiert worden und jetzt sind sie am Drücker und üben Macht aus. Das sind ja ganz oft Leute aus kleinen Verhältnissen, die jetzt uns ja mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber und das war schon die Methode der Nazis, Kevin. Ja, aber das ist für mich, das macht die Sache für mich auch so gefährlich, weil du denen auch nicht mehr mit Logik beikommen kannst, sondern das sind einfach, das sind Menschen, die einer Endzeitsekte angehören und die sind bereit, für ihr Weltbild, um die Welt zu retten, über Leichen zu gehen. Und deswegen wenden sie die Methoden an, ja, die sie anwenden, damit keine Partei an die Macht kommt, die Methoden anwenden würde, die sie anwenden. Und darin erkennen sie keinen Widerspruch. Und was mich aber, was ich so schlimm finde, ist, und das ist solche. Da hat er jetzt mal einen guten Punkt. Also diese Hetzkampagne, die gerade gegen die AfD läuft, damit werden wir uns heute auch noch an anderer Stelle beschäftigen. Die läuft ja immer darauf hinaus, die AfD ist anti, die ist ganz böse, die will unsere Institutionen unter unsere Kontrolle bringen. Also müssen wir jetzt unsere Institutionen unter unsere Kontrolle bringen und sie gegen die AfD verwenden. Also das ist ja dann immer diese Argumentation. Und den Leuten, denen fällt echt dieser inhärente Widerspruch nicht auf. Also da hat Kevan völlig recht. Leute gibt, weil es ist ein klassischer Menschentypus, der in diese Politik will. Entweder ein Machtmensch oder ein Ohnmachtmensch, so kann man ihn in diesem Fall ja nennen. Dass aber die bürgerliche Gesellschaft dem so zuseht, das ist das, was mich erschreckt. Dass es Leute gibt, die nicht alle Nadel an der Tanne haben. So what? Wenn du die Biografien der Leute recherchierst, sagst du, eigentlich dürften sie sich gerne mal auf die Couch setzen von Frau Illner, aber sie sollten sich hinlegen. Die müssten sich alle mal hinlegen. Sind alle, die müssten sie mal aussprechen. Sie brauchen die Gruppentherapie. Aber dass die Bildungsschicht so tut, als ginge sie das nichts an. Und aber immer das sagt, na, ich bin der Demokrat. Erstens habe ich die Zeit abonniert und die Süddeutsche liegt bei uns auch und alle 4 Jahre wähle ich die richtige Partei. Außerdem gucke ich die üblichen Fernsehsendungen und plapper dann nach. Das ist für mich das, wo ich sage, dass bei mir sind sehr viele dieser Bildungsbürger in den letzten 4 Jahren
im Ansehen so gesunken, dass ich eben weiß, die haben nie demokratisch gehandelt. Das tun die auch gar nicht. Und sie unterscheiden sich von ihren Großeltern überhaupt nicht, sondern das sind Unterlasser in Form von Demokratie, weil hinter geschlossenen Türen wissen sie ganz genau, dass es so ist. Aber sie gehen davon aus, dass wenn es richtig kracht, dass sie sich da mit ihren Kindern reich geworden durch Rüstungsaktien, die sie mit Sicherheit alle haben und Pharmaaktien, in ihren SUVs in die Schweiz absetzen werden. Das ist deren Denke. Ja, und das widerspricht dem, was Kevin vorhin gesagt hat. Also wenn diese Leute für Planwirtschaft wären, dann würden sie sich nicht große Aktienpakete anschaffen und dann später auf eine Karriere in Rüstungsunternehmen hoffen. Das ist, alleine deswegen können sie nicht für Planwirtschaft sein, alleine deswegen müssen sie dafür sein, dass dieses kapitalistische System, so wie es gerade besteht, noch eine Weile weiter existiert. Und das ist so lustig, ja, was mich auch so beschämt, dass wir es mit einer Regierung zu tun haben, da kann ich keine Satire mehr drauf machen. Das geht überhaupt nicht, ja. Also, wie gesagt, der Staat macht keine Fehler und Bürokratie ist gut und Bürokratie abbaut, noch ein Zitat, bedeutet unternehmerischen Mut. Wo ich denke, Scheiße, das hat er doch jetzt nicht gesagt. Ich meine, es ist doch nicht die Firma, die Bürokratie, das seid doch ihr. Das weiß der nicht. Und auch wieder immer so stammelt, so wie, hast du was getrunken? Ist das noch, kommst du gerade aus der Betäubung? Dem kann man doch nicht zuhören. Und der Mann ist promovierter Literaturwissenschaftler. Ja, das glaube ich nicht. Und das ist, wo ich denke, große Strukturen erzeugen immer automatisch ein gewisses Maß an Bürokratie. Also das gilt auch für Großunternehmen. Natürlich ist das meiste von Bürokratie staatlich vorgeschrieben, aber es entwickelt sich, je größer eine Machtstruktur ist, immer automatisch Bürokratie. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Wann reicht? Das ist doch Idiocracy, wer den Film nicht kennt. Und das ist genau der Punkt. Deswegen für mich ist klar, und das ist etwas, was ich eigentlich nie sage, aber in diesem Land, ich gebe das Land nicht auf, aber ich gebe auf, innerhalb dieses Landes für dieses Land zu kämpfen. Es hat keinen Wert. Es wird gefährlich, weil alle nur so dumm umschauen, so wie bei Morlock und die Lois, die Zeitmaschine, da fällt das Kind da ins Wasser und alle gucken so Empathie, so bis da einer reinspringt. Was macht ihr denn alle? Und das ist diese Gesellschaft. Das also ist diese vielleicht, Gesellschaft. Vielleicht, Kevan, du bist eingestiegen mit der These, das Land wird anti-intellektuell regiert. Ich will da wieder einen Kommunisten zitieren, nämlich den Dichter Bertolt Brecht, der gesagt hat, nein, die meisten Intellektuellen sind Huren. Und wenn du da mal mit rangehst, dann werden die durchaus intellektuell regiert, nämlich die Intellektualität wird so lange strapaziert, bis du das am Ende umdefiniert hast, was du brauchst, um deine Interessen, meistens sind es ja die Interessen von BlackRock und Rheinmetall und anderen Großaktionären, was die dann wollen. Also die Intellektuellen sind bei ihm, er hat ein Stück geschrieben, das heißt, der ist ein Stück über die Königstochter, die dann eben die Prüfung macht und Intellektuelle dann den Raub ihres Vaters an der Seite im China dann begründen sollen, und welcher Intellektuelle nicht ordentlich lügt, kriegt den Kopf abgenommen, und wer richtig lügt, das einfache Volk betrügt, der kriegt dann die Königstochter tatsächlich übereignet. Also das ist ein ganz satirisches Stück. Da hat er die Tui-Romane geschrieben, also den Tui-Roman, wo er auch diese Tuis, so nennt er die pachtbaren Intellektuellen, beschreibt. Das heißt, du hast Journalisten, du hast Juristen, du hast Schuldirektoren, die einfach ihren Geist und was sie antrainiert bekommen haben an Intellektualität nutzen, um den Herrschenden ein Bettvorleger zu sein. Ja, das ist richtig, aber weißt du, das kann man ja auch sehen, wenn das mal verloren gegangen ist. Sie haben ein sehr feines Gespür, ab wann es gefährlich wird, gegen den Stachel zu löcken. Und jetzt aber, so dass man sich so anschmiegt, aber dass man vor sich selbst immer sagen kann, na, ich bin schon noch kritisch, ja. Und da gehören für mich ja solche Leute auch wie Brecht. Also ich habe ja noch Willemsen erlebt, das ist ja einfach eine vollkommen andere Liga. Aber man kann es ja eben auch erleben, das Schweigen im Walde zu Gaza. Man möge sich vorstellen, solche Bilder in Kiew, was da los wäre. Also eigentlich müssen wir zu diesem Schweigen müssten wir eigentlich dieses Stück von Brecht, in dem er also der Kongress der Weißwäscher Turandot, diese Königstochter, beschreibt, müssten wir mal gemeinsam aufführen. Wir müssten wirklich dieses Stück mal aufführen in einer kleinen Bühnenaufführung, und überall dort das Schweigen zu Gaza, das Schweigen zu den Faschisten in der Ukraine, das Schweigen dazu, dass der Wirtschaftskrieg gegen China
aussichtslos hier ständig verschärft wird. Aber weißt du, ich will dir sagen, Dieter, das würde uns verboten werden. Da würde ein Artikel kommen, wie wir das Werk missbrauchen. Uns würde es gehen wie Uwe Steimle, der nicht aus LTI vorlesen darf, in Dresden, wo der Mann herkommt. Also das ist alles so eine Irre. Aber was Erschreckende für mich ist einfach, dass ein Wirtschaftsminister tatsächlich so simpel gestellt, der ist wirklich eine hohle Birne. Der ist wirklich, wo ich denke, der kann nicht das Ministerium leiten. Und das weiß auch jeder hinter vorgehaltener Hand, denkt, boah, hoffentlich. Aber die lassen dir das machen. Dass dieses Land ja, das geht für jeden Bundesminister. Also ich finde Lindner noch inkompetenter als Habeck. Ich finde, diese ganze Bagage, die muss ausgetauscht werden. Das ist jetzt ein eigenes Merkmal von Habeck. Das ist bei allen Bundesministern so, dass die keine Ahnung von ihrem eigenen Fachbereich haben. Also deswegen steht Deutschland ja wirtschaftlich mit am schlechtesten da, wenn man die Industrieländer vergleicht. Also kein anderes Land in Europa macht eine solch verrückte Sparpolitik, gerade in der Rezession. Italien gibt mehr Geld aus, Frankreich gibt mehr Geld aus. Jedes Land hat ein riesiges staatliches Defizit, weil es in so einer Rezession eben so sein muss. Aber Deutschland spart. Deutschland setzt auf die Schuldenbremse. Und ja, natürlich schrumpft dann in Deutschland die Wirtschaft am stärksten. Das ist eine logische Folge einer solch inkompetenten Politik. Hochbegabt im Vergleich zur Außenministerin. Ja, das ist richtig. Aber auch von einer Arroganz oder aber einer, wo ich sage, der ist so schlicht, ich wüsste nicht, womit ich mich mit dem unterhalten könnte. Da gibt es keinen gemeinsamen. Das kann doch nicht der Wirtschaftsminister sein. Das kann doch nicht die Außenministerin sein. Das kann doch nicht die Innenministerin sein. Das kann doch nicht. Du hast zu viel Respekt vor unseren Regierungsamtlichen. Ja, das ist doch nicht die. Das ist doch. Ich meine, ich bin in einer anderen Zeit groß geworden. Was ich sagen möchte, ich habe neulich ein Interview geschickt bekommen und da sitzt. Wickert, genau, damals Tagesthemen-Moderator, sitzt 1999 mit Helmut Kohl und die reden über seine Politik. Und wenn du das einschaltest, und wir haben den ja damals gehört, denkst du, was für ein kluger, weiser Mann. Den wünscht man sich richtig zurück. Das hätte ich mir nicht... Oder, boah, ey, der hat ja richtig was auf dem Kasten, wie er über Mitterrand redet und George Bush und Clinton und Reagan. Das ist ja ein Staatsmann. Und wenn ich mir überlege, was wir heute für Chargen haben, der Staat macht keine Fehler. Und das glaubt der Typ wirklich. Das ist nicht so, dass er dann, das ist für mich, also ich bin durch hier. Tut mir leid, ich bin hier durch. Mir fehlen da die Worte und es prallt auch ab, wie Teflon ist das. Ne? Und da frage ich mich auch, ne, wenn man da gedacht hat, Frau Merkel in ihrem Wegschweigen kann man nicht toppen. Wo ist die eigentlich? Wo ist eigentlich die? Die ist ja von der Bildfläche verschwunden. Und am Ende des Tages, und das ist das Erschreckende, weil es wird noch gesteigert werden, da gebe ich Brief und Siegel drauf, wird wieder jeder sagen, man hat es nicht gewusst oder was hätten wir machen sollen. Und das finde ich so widerlich. Ja. Ich bin so nicht gewesen, Adolf Hitler war es. Das kommt zurück. Genau. Und ob wir es dann Faschismus allesamt nennen, Dieter, wirst du dann entscheiden. Ich schreibe gerade einer im Chat, Habeck hat wirklich gesagt, der Staat mache keine Fehler. Ja, also das Zitat ist natürlich dumm. Also jeder Akteur macht Fehler. Also wir haben es nicht mit vollkommenen zu tun, wir haben es nicht mit einem vollkommenen Wettbewerb zu tun und wir haben es nicht mit komplett rationalen Akteuren zu tun. Also diese neoklassischen Annahmen, die sind ja Quatsch, das weiß ja jeder. Aber außer Habeck jetzt vielleicht. Aber ja, trotzdem fand ich Kaywans Schlagzeile jetzt nicht so gut. Also er hat viele Sachen hier durcheinander erzählt, ohne klare Analyse. Ich meine, Habeck ist ja wirklich ein inkompetenter Wirtschaftsminister. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere Wirtschaft kollabiert gerade. 20% unserer energieintensiven Industrie sind abgehauen. Der Wohnungsbau bricht um ein Drittel ein. Also es ist eine einzige Katastrophe, was die Bundesregierung hier gerade wirtschaftlich anrichtet. Und wie gesagt, ist nicht nur Habeck. Das kannst du auch noch Lindner und die ganze Bagage noch mit dazu packen. Das ist, kannst du dir jedes Ministerium, was irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat, anschauen. Also das Bundesbauministerium, das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, also Verkehrsministerium. Jedes Ministerium versagt eigentlich auf ganzer Linie. Deswegen steht Deutschland wirtschaftlich auch so schlecht da. Die Genickschussanlagen wieder da sind. Bis dahin sagst du, Russland, Demokratie, Nachhilfe. Oh, das ist schon die nächste Schlagzeile, zu der kommen wir gleich. Aber wie gesagt, Kaywans Schlagzeile, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war ein bisschen durcheinander, das war keine klare Analyse, obwohl er mit der grundsätzlichen Aussage ja recht hat. Also Habeck ist vollkommen inkompetent, der sollte sofort zurücktreten, diese gesamte Bundesregierung sollte sofort ausgetauscht werden gegen Leute, die zumindest unser Land nicht noch weiter deindustrialisieren, als das gerade der Fall ist. Aber ja, das muss man dann vernünftig begründen und nicht irgendwelche Zitate aus der Rede reißen und dann noch den Zuschauern irgendeinen vom Pferd erzählen von völlig anderen Themen, die damit wenig zu tun haben.